Und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen, feinen, überhaupt nicht verstörenden und super familienfreundlichen, wenn auch ein bisschen faden, aber mit Vanillesoße verfeinerten und ein bisschen in die Jahre gekommenen, aber dennoch gut durchdachten und wirklich perfekt strukturiertem, wenn auch ein bisschen chaotischem Let's Play. Oh mein Gott. Ja. Okay. Apropos Oh My One, ne? Ich hatte letztens wieder, ich glaube sogar schon mal erzählt, ne, so Sachen, die so im Deutschen total scheiße klingen, also total lame klingen, aber im Japanischen ultra genial. Doch, hatte ich schon erzählt gehabt, ne, mit diesen, Senbon Sakura. Und dann auf Deutsch Kirschblüten. Ja. Japanisch ist eine schöne Sprache. So. Was wollte ich? Wir brauchen eigentlich bloß eine Axt. Ja. Mehr als eine Axt brauchen wir nicht. Warum haben wir keine Axt? Ach da. Wow. Wenn man den Wald voller Bäume sieht. Deswegen wollen wir den Wald ja auch roden. Mit den Hoden. Was? So. Ja, hier jetzt durchkommt natürlich eine andere Scheiße. Ich glaube, ich baue hier durchs Gehege noch einen Weg oder zumindest ja Seite lang hinten irgendwie. Weil das ist ja jetzt so nicht so allzu glücklich. Jetzt hier mit der Treppe und so, ne? Oder ich baue da hinten noch eine Brücke. Dass ich quasi hier so einen Weg lang baue und dann da hinten einen Weg lang baue und dann wir so quasi. Ich weiß nicht, ob das overpowered, aber. Hilfe! Hilfe! Na gut, gehen wir halt den offiziellen Weg, auch wenn dieser sehr lang ist, einmal außen drum rum. Können wir hier nochmal schöne Blaubeeren. Upsili. Schöne Blaubeeren. Blaubeeren. Hallo? Danke. Ist der Äpfel kriegen wir hier auch gleich? Ist doch ein Träumchen. Hallo? So, volle Fahrt voraus Richtung Dschungelbaum. Yay! Den werden wir noch hier ein paar Äpfel snacken. Easy. Gott, so viele. Wer hat diese ganzen Äpfel bei mir gepflanzt? Weil wie gesagt, ne, Äpfel und diese Trauben, die wachsen halt auch unendlich schnell nach. Ich meine, okay, ist irgendwo sinnvoll, weil in meinem Test an sich gibt es halt nichts anderes als Äpfel und diese Sträucher. Von daher ist es dann gar nicht mal so schlimm. Aber wenn man halt das noch mit anderen Mods kombiniert, dann sollten diese anderen Mods, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, doch müsste gehen, quasi die Äpfel überschreiben mit neuen Definitionen, dass die ein bisschen seltener spawnen. Oder auch mit den Bären, ne? So, hier haben wir die großen Bäume des baumlosen Baumes. Welchen Flak pflücken wir zuerst? Ich würde nur sagen, die beide hier.
So, genau an dieser Stelle muss ich dann den neuen Baum pflanzen. Das heißt jetzt einfach hochbauen. Ach, jetzt können wir wieder zugucken, wie sich der Baum verflüchtigt. Ach, ein wunderschönes, was auch immer, Baumspiel. Wenn man jetzt das jetzt so hochguckt, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Langweilig. Ich hätte mal zwei Wirbelkrümel gar nicht abgebaut, weil die Spitzhacke ist jetzt schon fast tot. Die Axt. Wer hätte mal den Amboss mitnehmen sollen, ne? Fertig! Kommt her, kommt her! Ich hau euch! Oh nein! Ich habe den Platz verlassen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der Baum war. Hier vielleicht? Ungefähr? Vielleicht hier so? Ungefähr. Hier so. Bin ich von allen Bäumen relativ weit weg. Mach hier. So, Sapling. Oh. Ach so, ja, siehst du, wir brauchen ja Tropensetzling. Davon brauchen wir 9 Stück. Ja gut, das ist jetzt, ich sag mal so. Geht das? Was? Oh, ach so. Naja. Ich glaube, da kommt gar nichts. Doch. Yay. Easy. Hat auch funktioniert. So. 1, 2 von dem Baum entfernt. Genau. Und von dem Baum ist er hoffentlich auch so entfernt. Was? Doch, genau. Passt. So, jetzt müssen wir uns da irgendwie wieder hochbauen, um die ganzen Sachen hier zu bekommen, die alle auf dem Baum lagen. Perfekt. So, da hinten ist noch was, sehe ich gerade. Ja, da müssen wir jetzt extra nochmal nach Hause gehen, weil wir, obwohl wir haben mehr als 200 Holz. Das sollte mittlerweile fast reichen. Könnte das reichen? Ach komm, nee, wir bauen mal den anderen noch Baum mit ab und dann passt das schon. Dann reparieren wir mal kurz unsere Spitzhacke. Oh, wir sind auch am Verhungern. Naja, Sachen abbauen verbraucht so viel Energie.
Schnauze. Oh, hättest du so gedacht, ne? Hast du so gedacht, Mist Viech. Ich kenne doch hier meine Pappenheimer. So, gehen wir mal wieder rein in die Hütte. Amboss, brauche ich den Hammer für. Da. Hallo? Ach, wir hätten die gar nicht abbauen müssen. Die hätten einfach nur mal, ja, Feuer auf die Bäume rausgehen sollen. Dann hätten wir auch alles gehabt. So. So, dann bauen wir jetzt noch einen zweiten Baum ab und dann sind wir soweit glücklich. Halt. Was? Ups, ja. So. Schön unsere obligatorische, wir sammeln dabei Bäume ein, klar. Wir sammeln dabei Äpfel ein Tour. Was sein muss, muss sein. Das hat Tradition. Und wir als Traditionsfamilienunternehmen, dachte gerade, die Kuh glitzert durch den Zaun durch. Alter, ich bin jetzt voll paranoid. Der Zaun, dieser Mob-Zaun hat überhaupt nichts gebracht. Die glitschen da genauso häufig durch, wie die anderen da bei dem alten Zaun rübergesprungen sind. Ach komm, jetzt lassen wir doch hoch hier. So, one. Deja vu, I'm speeding, before high, I'm speeding. So. Hier ist ja auch noch ein so großer Baum, haben wir Dinge? Ah ne, so kleine Bäume. Dachte gerade schon. So, da ist der Baum, den wir gepflanzt haben. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen jetzt mal den Baum hier vor. Oder den Baum. Ach, wir nehmen den Baum. Genau, noch eins rein. So, genau an dieser Stelle bleiben wir jetzt stehen. Das ist genau der Position, klar. Die Position, die wir positionieren müssen. Vollfahrt raus. Dann haben wir auf jeden Fall genug Holz für die nächsten Bauarbeiten. Vor allem halt jetzt für den Tunnel. Ich bin am überlegen, weil ich würde halt den Tunnel gerne so gewölbt machen, ne? Dass quasi, ne, echte Tunnel sind ja auch so, dass der Boden zwar gerade ist, aber die Decke halt so gewölbt ist, einfach weil eine gewölbte Decke halt mehr Stabilität bietet, vor hereinbröckelndem Gestein. Das ist ja auch der Grund, weswegen Tunnels immer rund gebaut werden, weil ist quasi genauso wie beim Dschungelmann. Dschungelmann, Alter. Der hat doch einfach gleich hier Tarzan oder sowas. Dschungelmann. Was soll ich sagen? Genau. Kennt man ja vielleicht von Ballons. Ballons ist ja auch so, dass die quasi, wenn man sie aufpustet, werden sie nicht umsonst rund. Weil es ist halt ein physikalisches Grundgesetz, dass wenn man auf einem Objekt Spannung oder Druck ausübt, dass dies dann möglichst rund sich ausbaut, weil da dann pro Fläche der meiste Volumen drin ist. Und das ist ja quasi das, was das möchte. Und schon wieder nur 6. Hä? Komm mal hin. Geht doch. Und dementsprechend hat man natürlich bei den Tunneln genau das Gegenteil.
Das ist halt so, dass man halt nicht möchte, dass es sich ausbreitet, sondern genau im Gegenteil, dass es halt nicht zusammenfällt. Und dementsprechend halt auch diese Rundform. Oh, wir haben schon genug. Das heißt, du kannst. Ach nee, halt. Ich soll jetzt erstmal hier irgendwas bauen. So. Sehr schön. Okay, ab nach Hause. La 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 la. Haben wir 7 Saplings. Schön. Schönes Ding, schönes Ding. Ich ja hier eine Brücke rüberbauen. Ich ja auch jetzt. Ha. Vor allem jetzt auch wieder so tiefes Gewässer. Gut, ist da vorne auch. Mal ganz davon abgesehen. Och nö. Hey, was ist die Brücke? Ach Mann. Oh, das ist ein. Oh! Was sehen wir denn hier? Okay. War das schon länger da oder hat sich das jetzt gerade den ersten Maulwurf gebohrt? Interesting. So. Du da rein. Die Blätter können wir gleich hier in die Blätterkiste machen. So. Holz haben wir hier auch noch ein bisschen. Den nehmen wir auch mit. Und dann brauchen wir halt eine gute Fischhacke. Okay. Haben wir alles, was wir brauchen? Und dann würde ich mal sagen, dann legen wir einfach mal direkt los mit der Höhle. Wir werden aber auch Cleanstone brauchen und ich würde gerne für den Torbogen den halt auch aus Cleanstone. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch die Säge brauchen. Wir nehmen dich mal mit und dann das Replacement Tool, das in solchen Fällen immer Sinn macht. Dann haben wir es. Okay, die Frage ist, wo genau bauen wir jetzt den Höhleneingang hin? Hier vorne ist halt so ein kleiner Vorsprung. Der würde sich dafür schon anbieten. Die Frage ist halt, kommen wir von schräg vorne? Das macht keinen Sinn, weil können wir keine ordentliche Wölbung reinbauen. Also könnten vielleicht doch, weil es gibt ja auch diese Schrägen, die so schräg sind, also schräge Schrägen quasi. Also wenn ich die nicht so hoch gehen oder so hoch gehen, sondern die 45 Grad hoch gehen. Aber ich weiß nicht, ob es da so viele Sachen gibt, die wir brauchen. Deswegen machen wir es lieber so. Und da das hier scheiße aussieht, gehen wir mal doch lieber. Obwohl, so ist genauso scheiße. Okay, doch, wir gehen von hier aus rein. So sieht's gut aus. So, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, Sand weg. Sand weg, Sand weg, Sand weg. So, wie groß soll das Ganze werden? Also es sollte schon eine ordentliche Wölbung haben. Das heißt, der Innenbereich sollte mindestens 4 breit sein.
Dann kommen die Stützpfeiler links und rechts und dann, damit wir da ordentlich was bauen können, auch noch eins Platz. Gott, das wird ja riesig. Also 1, 2, 3, also 8 breit insgesamt. Holy shit. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier keinen 200 Blöcke langen Tunnel bauen, sondern das soll ja, wie gesagt, einfach nur Zierde sein. Von daher wird das jetzt hier hoffentlich keine 300-Folgen-Aktion. Dann haben wir hier. Hä, ist das jetzt richtig? Achso, ich bin mal fertig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier würde ich gerne wieder zubauen. Ja, genau. Okay. Erste Amtshandlung. Wir wollen hier mal einen schicken Ofen hin. Zweite Amtshandlung ist, wir brauchen Blätter. Also mit erstmal Blätter. Habe ich Blätter dabei? So rein zufällig. Ne, wir haben gar nichts dabei. Okay, dann holen wir uns Blätter. Wir sind schon wieder verhungert, hier ist los. Am meisten haben wir von den Blättern, dann nehmen wir uns da. Ach komm, wir nehmen einfach die hier. Feierabend. Du da rein, du da hoch. Okay, jetzt gucke ich mal ganz kurz den Torbogen, ne? So ungefähr soll auch die Mine sein. Na gut, nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht. Zumal das ja auch viel zu breit ist. Das wären, obwohl doch, das sind 8 Blöcke hier, oder? Ne, das sind 6 Blöcke. 10 Blöcke. Aber so ungefähr in dieser Bauart möchte ich das halt gerne auch haben. Ist dann halt die Frage. Ja, irgendwie kriegen wir einen 8 breiten Torbogen hin. Dann müssten wir ja quasi oben das Ding auslassen. Der wirkt aber ultra spitz. Oder wir machen das Ding wirklich 10 breit, dass wir wirklich genau den gleichen Bogen reinmachen, wie wir hier machen. Das wird halt übelst groß dann. Vor allem müssen wir gucken, wir wollen die Dinger auch stützen. Das heißt, wir haben sowieso irgendwo eine Stützstruktur drin. Okay, gucken wir mal. Auf jeden Fall bauen wir dann hier vorne mal was weg und dann gucken wir mal, wie wir das ganze Ding aufziehen. Aufziehen. Wollte ich mir doch nicht noch einen Amboss mitnehmen? Folgendes. Alter, das muss ich mal überlegen, ja. Folgendes. Ich mach mal kurz ein paar Dinger hier fertig. Wir brauchen
Ich mach mal immer 16, nee, 12. 8. Ich nehme 8 davon, den nehme ich noch 8 davon und das sollte dann erstmal reichen. Ich nehme jetzt aber nochmal 8 hiervon. So. Folgendes, jetzt kommt's ganz dicke, jetzt kommt's richtig fett, jetzt kommt's ultra superlativ. Angenommen, du kommst dahin. Ja, wir kriegen aber Cobblestone zurück, lol. Aber immer das Ganze ist Cobblestone. Na egal. So, angenommen, wir bauen dich. Fick die Henne. Ich hab Baumaterial, weg da. So, angenommen, wir bauen dich. Mann, okay, wir brauchen Schraubendreher. Ich könnte heulen. Brauchen wir noch etwas von Heimat? Nö, eigentlich nicht. Schraubendreher. Gut, jetzt gleich tot. Ich nehme gleich mal neu mit. Das heißt, wir brauchen einmal Holz. Und dann noch einmal Eisen. Zum Glück müssen wir das alles immer nur einmal machen. Danach können wir es ja dann einfach kopieren. Es werde ein Linksklick. Das Ganze falsch rum? Ja, genau, falsch rum. So, dann hier noch einer. Perfekt. So, jetzt haben wir das quasi so. Dann würde jetzt hier so der Baumstamm hinkommen. Das heißt, das Ganze muss noch mal eins höher werden. Und die Höhle muss 9 breit werden. Das heißt, in eine Richtung machen wir sie nach da breiter oder nach da breiter? Komm, wir lassen es hier so. Okay. So. Jetzt kommt Folgendes. Die muss auch nochmal weg. 1, 2, 3, 4. Hier. Hä? Was ist denn die Höhle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die waren noch gar nicht breit genug. Interessant. So. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, dann kommt da nämlich wieder Holz hin. Und jetzt kommt denn hier oben, kommt dann einmal so und einmal. Hä? Nein, so. Der muss wieder weg. Ach, scheiße. Ja, danke dafür. So. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Da. Boing. So, dann kommst du dahin. Du dahin. Nee, das war dumm. So,
Du kommst dahin. Du dahin. Ach, Scheiße. Ich krieg die Krise. So, genau so soll das Ding gebaut werden. Und das jetzt die gesamte Ebene lang, richtig schön tief rein. Richtig drinnen, Leute. So. So soll mein Bauvorhaben ungefähr gebaut werden. So, perfekt. Perfekt. Genau so. Holy moly, ey. Ich hasse Arbeiten, wo man sich konzentrieren muss. Erstens macht man bei solchen Arbeiten generell Fehler. Und zum anderen, ja. Aber ja, genau so wird es dann später aussehen. Also nicht so. Das ist jetzt natürlich nur, damit das dann hier immer reinkommt. Aber halt, ne, von der Art und Weise her halt so. Aber das machen wir dann nächste Woche. Müssen wir gucken, wie lang wir es machen. Also ich würde gerne, weil der Tunnel, der soll nicht beleuchtet werden. Also am Anfang vielleicht ja, aber später, dass sich das dann, also, ne, dass halt nur der vordere Bereich beleuchtet ist. Und dann bauen wir den Tunnel so lang, bis er irgendwann so dunkel wird, dass es halt komplett schwarz ist. Und an der Stelle hören wir auch einfach auf und dann wirkt halt wie so ein verlassener Tunnel. Easy. So ist mein Gedanke, meine Idee, mein, ja. Genau. Bis dahin, vielleicht ab nächster Woche dann nur noch eine Woche pro Folge, eine Woche pro Folge. Eine Folge pro Woche? Nein, eine Woche pro Tag. Eine Folge pro Tag, nicht eine Woche pro Tag. Eine Woche, das macht, nee. Ja, genau. Also eine Folge pro Tag. Dann kommt doch bald der Umzug. Dann mache ich sowieso erstmal Pause, solange bis der Puffer aufgebraucht ist, damit ich dann quasi mal eine Folge immer erst eine Woche vorher aufnehme und damit dann auch besser auf Feedback reagieren kann. Ja, bis dahin. Schau mit V.